Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Cruising Nebraska Event Video. Wir stehen ja noch in Omaha bei Garg und wir schauen mal, wie die Reise von hier ausgeht. Vielleicht finden wir jetzt einen Abladeort, wo wir auch die Animation haben. Des Abendladens. Probieren wir es mit Valentine. Würde ich sagen. Ja, wir haben mal 46.300 Pfund Getreide über 300 Meilen für 12.300 Dollar. Warum nicht? Ist glaube ich noch ein Stückchen, bis wir hin sind. Ah, ne, gut, ist um Ecke. Ja, ich habe reingescrollt, braucht man nicht rausscrollen. Einmal gegenüber zu Flavor Fair. Ready to roll. Zwischendurch muss man nochmal pinnen, kann das sein? Ja, definitiv. Aber das war ja schon vom Vorhinein klar. Rechts herum am Häuschen vorbei. Sehr schön. Turn right. Dann ändert sich rüber. Wird wieder ein Stoppschild. Galt es noch dem anderen? Nee, das war ein neues. Caution. Please mind the speed limit. Okay, sehr gut. Wolke vor der Sonne. Diese Woche wird ein bisschen wärmer, da muss ich das auch ordentlich einhalten mit rechtzeitig loslegen. Damit es nicht allzu warm ist und dann wieder auch nicht reinkommt. Man ist einfach jetzt gerade wieder so schnell. Stay right. Stay right. Then turn right. Ich denke mal, wir haben da jetzt auch für die. Ja, je nachdem, ne? Es ist halt echt. Einfach vorherzusehen mit den zufälligen Stellplätzen, was man jetzt bekommt und was nicht. Das ist ja schon cool, jetzt hier runterzufahren. Dann noch mit den nice Art-Silos. Das ist ja auch nice. Ich habe nur keinen Plan, wo ich jetzt hier hin muss. Also, wo muss ich hin? Wo muss ich denn da hin? Achso, hin. Das wäre ja einfacher, wenn ich mich von dieser Seite beladen lasse. Also,
wenn ich vorwärts reinfahre. Alles auch schon ab. Diesmal auch nur eine einfache Beladung. Beim letzten Mal war es eine doppelte. Da wäre es ja doppelt sogar gegangen. Also gleichzeitig so, ne? Hinteren Abteil beladen. Kann es ja wieder weitergehen. Und es war eigentlich relativ einfach, ne? In der Zeit 80 kurzes Stück. Dann geht es auf Highway 275 und in zwei Highway 275 fahren wir eigentlich durch Norfolk, durch O'Neill durch. Dann geht es auf die Highway 20 und dann fahren wir in Valentine rein. 300 Meilen. Ist der ganze Spaß lang. Einmal hier über die hauseigene Waage rüber. Alles schon cool mit der Art. Ich wollte gerade sagen, von hier aus einen besseren Blick drauf, aber das ganze Art, aber weil ich gerade eben ein bisschen weit davon entfernt war, aber naja, nicht so wirklich. Also nicht wirklich viel mehr vom Gesamtbild her. Ist ja der alte Pickup. Auch interessant, dass nur auf der einen Seite der Abfahrt von der Ab- und Auffahrt von der seltenen Ampel ist und hier keine. Ist ja schon spannend. Warum braucht die eine Seite das und warum die andere Seite nicht? Erstmal nach Lincoln, nach Richtung Lincoln, weil wir dürfen auch durch Lincoln. Ne, wir fahren nicht durch Lincoln durch, wir fahren ja durch Norfolk durch Lincoln, weil ja noch weiter
ich. Aber erstmal schön an der Skyline von Omaha vorbei. Jetzt haben wir es im Rücken. An Silos vorbei. Stay left. Bisschen spät rein, aber. Stay left. Hier schon gut irgendwie zu kämpfen, ne? Die Hälfte des Tanks haben wir schon. Das ist auch mittlerweile 2 Tage mindestens vergangen sind, ne, sogar 3. Ich glaube 3 Tage vergangen sind. Wo ich nicht nachgeschaut habe, wie weit das Event jetzt gerade ist. Da haben wir es. Sehr viel gesucht in letzter Zeit. Scheinbar. Okay, Schweiz läuft noch. Das Connection Switzerland Event ist noch 3,325 Millionen entfernt und ja, auch mit dem Basker sind wir noch sehr weit entfernt, also so 2,2 Millionen Meilen noch entfernt vom Ziel. Okay. Hat sich ja noch nicht allzu viel getan, aber ist nice. Also wie gesagt, ich finde es cool, dass es irgendwie schon so lange geht und noch nicht irgendwie vollendet wurde. Kann natürlich auch sein, dass viele Leute einfach gerade nicht spielen, aber weil, keine Ahnung, Ferien, Urlaub, whatever, oder gut, Elden Ring ist erst kürzlich gewesen. Aber das irgendwie andere Spiel gerade mehr Priorität hat, weil da war es frisch rausgekommen ist. I don't know. Oder ob es einfach wirklich daran liegt, weil es einfach so viel. Einfach so gut von der Höhe ist. Da es einfach ein bisschen länger dauert und nicht nach 2 Wochenenden vorbei ist. Auf dem Highway? Tatsache. Gut. Ist ja. Kurs jetzt eine Baustelle. Aber die war ja nicht. Ach, einfach nur wieder schön hier mit dem, Tal. Was ist mit der Hügellandschaft? So ein richtiges Tal ist ja noch wieder nicht. Apropos gehen, können wir hier irgendwo. Müsste man die richtigen Tasten treffen. Prinzipiell Norfolk. Will ich Norfolk? Muss ich Norfolk? Das ist die wichtige Frage. Ja, schon.
Müsste ich schon. Also haben wir die Waage. Könnte man prinzipiell noch hier. Ah ja, in die scharfe Kurve. Können wir vielleicht da probieren, oder? 1,40 nicht ganz. Nee, 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 nee. Ist wahrscheinlich auch zu nah. Bleibt uns wahrscheinlich nichts anderes übrig, als kurz in Norfolk rauszufahren. Time to get the job done. Dann machen wir es halt jetzt schon, ne? Go straight. Eine Ampelphase müssen wir aushalten. Ah, vielleicht sogar noch zwei. Go straight. Ja, oder eine. Weiter geht's. Nur für einen kurzen Zeitraum. Dann würde ich sagen, wir müssen gleich nochmal kurz links abbiegen zum Pennen. Go straight. Okay, wird es gerade Tag oder Nacht? Wahrscheinlich wird es eher gut, es muss Nacht werden, weil wir hätten ja Vortag gehabt. Was wird da gemeint? Einfach falsch geschaut? Ja, aber es wird. Obviously Nacht. Go straight. So, einmal kurz abseits des Navis. Weil da kriege ich immer wieder zu weit vorne. Dabei wäre noch dicke Platz gewesen, aber gut. Stay right, and then turn right. Turn right. Go straight. Rauf.
wobei, passt ja schon. Dann haben wir es mal fix hin. Und fahren jetzt wieder mit Aufregender Sonne weiter. Also, noch geht's nicht auf, aber bald. Jetzt mal hier rüber. Get ready, 177 Meilen noch. Als ob man hier 65 fahren darf. Nie im Leben. Turn left. And then turn left. Ja. Go straight. Mann. Muss man nicht abbremsen, wenn er dasselbe Tempo fährt wie ich. Jetzt kann man es eh vergessen. Dass wir heute nicht mehr ankommen müssen. Kann man ruhig mal ausbremsen.
müssen auf die Fahrer rauf. Ja. Das erste Mal von dieser Seite. Muss ja auch mal sein, ne? Muss ja nicht immer von der anderen Seite sein. Entdecken wir auch mal die Seite von hier. Die Scheine sind mir bisher noch nicht aufgefallen. Tausend Pfund Gesamtgewicht. Hier lang fährt es ja auch. Mach doch. Ist doch. Hä? Warum? Ist doch ein unnötiger Weg für die. Bald in O'Neill. Also war schon so wie in Valentine. Bin ich einmal gespannt, ob wir die Abladeposition bekommen oder nicht. Ob es überhaupt möglich ist. Da hat ganz kurz die adaptive Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich habe zwar die adaptive Geschwindigkeitsregulierung kurz reingeklickt, aber dann war sie wieder weg. Go straight. Warum auch immer. Ach, was eine geile Ampelphase. Hä? Okay. Muss ich das nicht verstehen. Go straight. Kurz hoch beschleunigen auf. Gut, eigentlich schon auf 65. Kommen wir eh nicht hin. In der Zeit, eventuell werden wir ausgepasst, wobei ich glaube, wir haben ein ähnliches Tempo drauf. Vielleicht bin ich ein Ticken schneller. Ach, mit den runtergerollten Heuballen ist auch schon nice.
sagen, ich bin da vielleicht ein Ticken schneller, vielleicht eine Meile pro Stunde. Aber das war's. Go straight. Kurve, die ich fahre. Besser durch. Vergesst aber auch jetzt mal, dass es wieder Valentine war. Weil manchmal sieht die Kurve halt doch schon gut aus, dass auch die Lage ist, wo der Sheriff dann auf einen lauert. Ja, die Centers. Endlich immer wieder schön hier durchzufahren. Stay right. Hab auch neulich im Livestream schon auch durch die. Also in Realität durch die Centers gefahren. Das war auch schon sehr, sehr, sehr nice. Also noch nicer als jetzt hier drin. Es wirkt einfach, als ob man permanent durch ein Windows Homescreen gefahren wäre. Mit dem schönen saftigen Grün. Hier der aus der Plate River jetzt gerade ist, aber zumindest von einer Charakteristik her würde ich es gerade mal vermuten. Und
sind wir in Valentine. Stay right. Ich dachte, man könnte so hier einfach über den Hof rüber und dann auf einer Straße, oder? Ja, doch. Turn right. Aber wozu? Wenn man die Abfahrt sowieso oder die Ausfahrt sowieso verpasst. Vielleicht gerade ein bisschen zu fokussiert auf. Wir gehen ja schon mal hier rein. Wenn sogar echt gekonnt. Machen wir mal. Wenn man es könnte und der Platz da ist, dann kann man es auch mal machen. Fußweg rüber. Dann laden wir normal ab. Turn right. Then stay right. So wollte ich gar nicht. Haben wir die Möglichkeit gehabt für eine andere Abladestelle? Nee. Nee. War schon richtig hier beim Auktionshaus für Vieh. Dann laden wir mal ab. Oh, 3 von 4 von Agriculture Expert, ausgezeichnet Getreide von Omaha nach Valentine geliefert, Gefahrenstrecke 326 Meilen, dauert 43 Minuten, Verbraucherkraftstoff 48,1 Gallonen. Das war der 185. erledigte ATS Bullet Trucks Auftrag. Es gab dafür 13.600 Dollar und 711 Erfahrungspunkte. Und ich würde sagen, da wir ja schon gestartet haben, nehmen wir dann von hier aus recht weiter im nächsten Video. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns wieder entweder hier im Cruising Nebraska Event oder vom Track Connections Switzerland Event in Euro Truck Simulator 2. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.